Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter bei unserer fröhlichen Loot-Tour in dem Spiel Generation Zero. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ja, hallo und moin, moin. So, meine Waffe hat jetzt anscheinend Pistole habe ich noch nicht, aber das, da komme ich auch mit klar. Dafür habe ich jetzt alles, was ich brauche. Jawohl, die ist gut. Und meine Pumpgun macht natürlich richtig Radau. Achso, da ist gerade jemand drin. Kann ich hier unten eigentlich nochmal schauen? Kurz, das Radio will ich nicht mitnehmen. Wo das die einfache Variante ist, ne? Eins könnten wir ja vielleicht mal. Ah, hier ist eine Kiste. Moment. Oh, 243er Muni noch. Sehr schön. Hier ist ein Rucksack. Gasbehälter. Hast du den hingelegt? Den darfst du gerne nehmen, den habe ich abgelegt. Ja, einen kann ich ja mal mitnehmen. Ich glaube, dann habe ich jetzt einen, ne? Ne, zwei, aber das macht nichts. Dann haben wir auf jeden Fall was, wo was wir hinlegen können. So, ich glaube aber, Spock hat bestimmt auch was dabei, ne? Was? Hm? Zum Hinlegen. Und drauf schießen. Mö. Hast nichts dabei? Naja, alle brauche ich auch nicht. Wir werden genug finden noch. Ja. Ablegen. Einen schmeiß ich mal weg. Ja, es reicht, wenn wir einen rumschleppen. So, da waren wir schon. Was der gelbe. Ach, das Haus habe ich noch nicht geguckt. Gut, da konnte man da auch rein, ne? Oder nicht? Ja, kann man überall rein, ja, ja. Ah, hier ist noch was, hier ist noch ein Rucksack. Ach, schon wieder die Notfallfackeln. Jetzt habe ich aber genug von diesen Fackeln, jetzt will ich keine mehr. Wie soll ich denn noch in die Kiste schmeißen? Hä? Ist hier einer? Nö, keiner da. Nix. So, da ist nichts. Ja, hier ist auch nichts. Da ist wieder die lange Kiste, hast du sie? Ja. Wieder ein Zielfernrohr. Andere hier unten im, der Küche ist noch eine lange Kiste. In der Küche? Ja. Ja, ah, für mich da ist wieder ein Zielfernrohr drin. Ja. Ich habe wieder ein Zweier Jagdgewehr gekriegt. Ich habe ein einsames Jagdgewehr. Langsam eine Handlung. Ja, ich auch. Ich habe Handlung aufmachen. Ich habe schon zwei Stück in der Kiste liegen, die kann ich nicht mehr gebrauchen jetzt. Dann gib mir doch ein Zweier, wenn ihr eins überhaupt. Nee, ein Einser ist hier drin. Ganz gerne. Ein Einser. Warte, wenn ich gleich runterkomme, kriegst du es. Naja, in aller Ruhe. Ja. Muss ja nicht sofort sein. Aber am liebsten gestern, ne? Am liebsten gestern, genau. Was hast du denn jetzt, ein Einser? Oder ohne? So, warte mal, kann ich die denn noch stapeln hier? Nee, Gewehre kann man glaube ich nicht stapeln. Nee, das nicht. Ich meinte Verbandsmaterial. Ja, so ein bisschen, aber leider nur bis 20. Habe ich dir vor die Füße geschmissen. Bis 20. Ich tue mich bedanken tun. Jo. Dann schmeiß ich mal das Einser raus, was ich hier habe. Warte mal, da? Da ist schon wieder was drin. Achso, das war das, was ich nicht wollte. Genau. Sofort. Das schmeiß ich jetzt erstmal weg. So, wo war ich denn noch nicht? Ich glaube da hinten in dem Schuppen. Was ist denn mit diesem Schuppen hier? Das ist die Garage. Hier ist aber nichts. Ah, doch, eine Kiste. Warte mal. Oh, schon wieder eine Notfallfackel. Nö. Ach, ich muss noch was. Warte mal, Adrenalin behalten. Ist das echt Pflicht in Schweden, so Notfallfackel? Hm. Aha. Oh ja, da ist noch Muni. Okay, da ist nichts weiter. So, was ist denn hier unten? Hier gucke ich jetzt mal durch, aber das ist nur dieser Stall. Ja, da ist nichts weiter drin. Ja, wunderbar. So, wie sieht es denn aus? Wollen wir weitergehen?
Nein, Moment. Ach, das ist für eine Flinte. Das ist gut. Was hast du denn Schönes für die Flinte gekriegt? Zielfernrohr für die Flinte. Ach so, fürs Jagdgewehr. Nee, für die, nee, für die Schrotflinte, für die Pumpgun. Oh, da gibt's auch welche. Das ist ja cool zu wissen. Ja. Ja, das ist cool. Nee, da habe ich noch keine, aber die Pumpgun. Das ist alles für Jagdgewehre, was ich habe. Meißel. Hier ist noch eins ohne Stern, hier ist noch eins ohne Stern. Ja, gut. Hätte ich hier reintun können. Hab Gesellschaft gefunden. Gesellschaft? Mhm. Wo bist du gerade, Mensch? Bei dem, oben auf der Straße, bei dem beleuchteten Auto. Okay. Ja, welches Mausergewehr ist das jetzt? Müsste das das untere sein, oder? Nee. Was? Ach, das ist das. Das blinkt dann. Ah ja, gut. Gesellschaft heißt für dich was? Böse Buben? Wo sind hier böse Buben? Ich sehe keine. Wenn du die Straße runterguckst, siehst du doch so ein gelbes Blinken. Ah, da hinten, ja. Genau. Und da treibt sich ein Skier rum. Das ist der große. Nee, da ist so ein kleiner auf vier. Ich sag immer Hund dazu. Ja, das Hundemodell. Ja, aber war da nicht auch irgendwann mal irgendwo. Da kommen doch bestimmt mal wieder ein paar große dazu, oder? Gute Frage. Ja, das ist aber bestimmt nicht nur einer. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch einer rumschleicht. Mal gucken, wo ist der denn? Der ist da rechts weggewandert, ne? Seht ihr nicht mehr. Ja, der läuft der Patrouille. Ah, okay. Manni, was ist denn mit dir? Ja, ich muss eben noch ein bisschen aufräumen. Bin gleich soweit. Ich guck mal nach, ob ihr was. Eine Schlange Wasser weg. Guck mal nach, ob ihr was leveln könnt. Nö, ich noch nicht. Übrigens, im Kofferraum lag hier übrigens eine Tasche, ne? Ja, die habe ich gerade gelootet. Glaube ich schon was. Fertigkeiten. Wie viele Punkte habe ich denn? Ich habe noch keine Punkte weiter. Einen hatte ich vorhin schon vergeben. Kosten 1. Ne, Fertigkeitspunkte habe ich noch nicht. Bin aber Level 3. Level 3. Oh, ah. Ich kann jetzt sogar. Ich hatte doch einen Punkt. Ich kann sogar jetzt die Entfernung von den Viechern kriege ich angezeigt. Oh, cool. Der Skier ist in 165 Metern. Zwischen 165 und 155. Wo wird denn das gezeigt, wenn du das auswählst als Fertigkeit? Fertigkeit. Im Fernglas. Wo? Fernglas. Einer bitte. Im Fernglas? Ja, das ist mir klar, aber wo hast du das? Den Skillpunkt will er wissen. Den Skillpunkt. Der Bereich Technik, der erste. Genau. Ach so, da. Aha. Und wenn du den zum zweiten Mal levelst, den kannst du ja zweimal leveln. Beim ersten Mal kriegst du nur den Typ angezeigt und beim zweiten kriegst du auch noch die Entfernung. Ah, jetzt sehe ich's. Ja, super. Das ist gut zu wissen. Aber den wirst du hier nicht leveln. Warum denn nicht? Unsere Levelpunkte sind begrenzt. Wir sollten uns absprechen mit den Leveln. Warum darf ich immer nicht die Technik machen, hä? Du machst doch den Scharfschützen. Level den Scharfschützen. Ja, ich mach doch Kampf schon. Ist doch der Kampf, oder nicht? Ist das nicht der Kampf? Muss ich gerade gucken, Moment. Krieg gleich schon wieder auf die Mütze hier. Da ist doch sowas genau wichtig für mich. Ja. Der linke Kampfbaum ist bis zum Scharfschützen. Ja, da bin ich bei. Ja, da bin ich bei. Waffenschwanken wegmachen und so. Scharfschütze, genau. Und unten, was steht da? Vorhut. Dann wärst du doch die Vorhut, oder nicht? Ja, ich muss ja die Ziele markieren und so weiter. Ja. Also muss ich den Technikbaum ja runtergehen. Okay, was wäre... Ich kann sogar ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte man zur Verfügung hat.
Weißt du das denn, Spock? Nö. Auch nicht, ne? Meinst du nicht, dass wir die vielleicht alle leveln können? Glaube ich nicht. Nein, ich mache auf jeden Fall den Kampf. Ich bin beim linken Baum dabei und eventuell mache ich noch die Nachladetempo und so. Und Run and Gun wollte ich nochmal. Also den zweiten Baum im Kampf auch noch ein bisschen. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Ne? Also weil, wie gesagt, ich weiß es ehrlich nicht. Ich habe nicht nachgeguckt, wie viel weil, man kriegt. Weil das macht schon Sinn, dass das zusammenpasst dann. Und Technik, ja gut, da wäre natürlich diese Markierungsgeschichte und dass man angezeigt kriegt, wie weit der weg ist. Ja, Schlösser knacken muss ich nicht machen, Bergen. Vielleicht müssen wir dann mal offline mal gucken, wie, was wir machen können. Ja, ja, weil der Technikbaum hat ja, heißt ja einmal Hacker unten und einmal Ingenieur. So, ihr Herz allerliebsten Schnuckiputzis, was wollen wir denn jetzt weitermachen? Ja, weitergehen, Leute, wir stehen hier nämlich schon auf der Straße. Borsten, mal komm erstmal zu uns. Bin ich schon da. Würde ich vorschlagen, ne? Bin so gut wie da. Ja, du hattest aber erst die grobe Richtung bösen Buben. Ja, ja, müssen wir ja, ne? Das ist, glaube ich, auch die Richtung gegen zum anderen Ort dann, ne, wo ja, wir ja, hinwollen, ne? Ja, ja, aber ich sehe hier noch was anderes und da habe ich eine Frage. Eine Frage hast du? Wenn du dich mal jetzt in die Richtung umdrehst, wo das Blaulicht dahin ist, waren wir da schon? Da waren wir schon. Da waren wir schon. Das ist unser Startpunkt gewesen. Warte mal eben, liegt da ein Blödsinn in der Tele? Nee, der Startpunkt war es nicht. Nee, da waren wir noch nicht. Da ist noch ein kleines Gehöft oder sowas. Eventuell Wegpunkt setzen. Das hier meint ihr eventuell. Ja, genau. Nee, links davon. Das ist das aber, ne? Das könnte das Holzfällerlager sein. Nee, das Holzfällerlager hat eine Markierung. Also in der Holzfällerlager wird eindeutig angegeben. Nee, aber wir können ja hingehen, frisst ja kein Brot. Ja, genau, lass uns doch mal hingehen. Weil der Wegpunkt, also die Richtung müsste die sein, die Nummer 3. Ja, dann, ne? gehen wir 3-2. Das sind auf jeden Fall Häuser oder ein Schuppen oder so. Und ein Polizeiauto ist da wahrscheinlich. Ja, dann lasst uns doch 3-2 gehen. Ja, genau. Oh, ich habe 16, 21 Schuss für das Gewehr. Das ist ja cool. Oh, Moment. Kurz was gucken. Guck mal zur rechten Seite, Spock, in den Bäumen. Auf, ja, Moment. Ziemlich auf Ost, Richtung 2, links von der 2. Ja, da ist es rot. Da ja, da ist aber ein großer, glaube ich. Ja, die Jägerklasse. Ja. 183 Meter. Ja, okay. 184. Und daneben schleicht noch so kleine rum. Einen sehe ich mindestens. Ui. Wir sind hier Bis zum Stein können wir auf jeden Fall noch gehen, oder? Ja, würde ich vorschlagen, oder? Schleichen. Ja, schleichen? Ich bin schon am Schleichen. Da oben blinkt ja auch was, aber das ist der ein Polizeiwagen. Wie komme ich mir auf Feuerwehr? Polizeiwagen. Polizei. Weil du Feuerwehrmann werden wolltest? Ich heiße doch nicht Cresu. Ja, wer weiß. So, ich gehe mal links von dem großen Stein und gucke mal. Ich gehe rechts von euch. Ja. Das ist schon mal ein kleiner. Da muss was sein. Ein großer. Ja. Lass uns erst den kleinen vorne machen. Jo, okay. Jetzt ist er hinter dem Baum bei mir. Ja, wartet. Ja, der verschwindet hinter dem Dings. Ich kann ihn sonst nicht mehr sehen. Jetzt kann ich nehmen. Ja, der kommt ja wieder zurück. Ja. Weil ich muss ja auch irgendwo in eine Feuerposition gehören. Ja, ja, ist klar. Wartet mal, ich gehe noch ein kleines Stück vor hinter diese Mauer. Hier ist so ein schöner Graben. Den können wir doch als Schützengraben nehmen. Ja, so. Und jetzt schauen wir noch mal. Jetzt kommt der Kleine zurück, glaube ich. Ah, der ist doch hinterm Schuppen verschwunden. Wo ist der Große geblieben? Ah, der steht dahinter. Okay, ich sehe. Ich sehe den Kleinen jetzt leider im Moment nicht. Ich habe noch einen ganz Kleinen im Visier. Der ist da im Container. Ja, lass den mal im Container sein. Das ist wieder so ein Spinnending, gehe ich mal von aus. Ja, ja. Und ich muss noch mal grobe Richtung. Ich sehe den anderen nicht mehr. Der Hund, der läuft weiter die Straße hoch. Ich glaube, der gerät gleich. Aber von uns weg, ne?
Ja. Ja, jetzt kommt er wieder zurück. Okay. Huch. Okay, ich will mal hier versuchen. Weiß nicht, ob das eine Spiegelung ist, das könnten auch zwei kleine von diesen blöden Hopsern sein. Ja, also es könnten durchaus, jawohl. Okay. Also wie gesagt, ich sehe hier von meiner Position nur den Großen, den Hunter und den Runner. Ich sehe das hier nicht. Moment, ich muss hier nochmal wieder hinter die Felsen zur Sicherheit. Da muss ich mich mal hinstellen. So, jetzt. Jetzt kann, da vorne ist der Kleine. Jetzt lasst uns loslegen, ja? Jo, ja. Leg den Runner. Volltreffer, sauberer Schuss. Der war schön. Der Dicke hat reagiert, der ist etwas unruhig, der kömmt. Jo. Da kommt angestiefelt. Die Tanks waren da vorne irgendwo, ne? Oben. Ja. Oh Scheiße, der kommt genau zu mir. Und. Jo, den haben wir gut getroffen. Haha, voll in den Tank. Coole Sache. Nö, ich hab den dreimal in den Rücken reingeschossen, das hilft auch. Ja, hast du? Cool. Ich weiß nicht, ich hab den Tank. Wir haben noch den kleinen, ne? Denk dran. Ja, ich hab den Tank, glaube ich, getroffen mit der Pistole. Ich hab hier die Panzerbrechung Munition geladen. Ah, hier ist doch der andere. So, die Munition mitnehmen. Hier läuft aber noch was rum. Ja. Ich will nur kurz gucken, ob hier was drin ist in den Kisten. Jo, das nehmen wir mit. Ach, da oben ist, das ist wieder das Militärlager, ne? Genau. So, in den Kisten. Oh ja. Oh, es wird erzeugt. Das könnte sein, ja, ne? Dieses mit dem Zelt, ne? Mit diesem, ja, ja, da waren wir ja schon. Ja. Aber könnt trotzdem gucken, wenn da wieder was nachgespawnt ist, ärgern wir uns schwarz. Ja, genau. Oh. Hier ist ein Panzer am Brennen. Nur denk dran, da oben hatte ich Anzeige. Hier, wo ja. Ich jetzt bin? Oder da, wo das Auto ist? Im Lager ist. Ja, okay. Ja, das denke ich, dass da was ist. Aber das sind nur die wahrscheinlich die komischen Spinnendinger. Ja. Die Leichen kleinen. Lagen hier nicht bei den Panzer oder so, ne? Nee, ich habe keine. Habe ich nein, jetzt? Nein, ich habe keine gut. Gesehen. So, Pistole nochmal nachladen. Nee, ist schon. Okay. Denk dran, da könnten im Zelt wieder die anderen ja, sind sie. Kleinen Springer. Ja. Oh, einen. Hast du den dritten auch? Nee. Ich hab ne. Jo, super. So, dann guck ich mal ins Auto. Wo bist du? Ach, da. Ich hab ihn. Der ist aufs Dach gesprungen. Lange Kiste. Jo. Schau. Oh, lange Kiste, das ist geil. Ja, vielleicht finde ich. Im Zelt. Moment. Oh, irgendwo ist doch was. Kampf ja, beigetreten. Ich höre, ja. Ah, Vorsicht auf dich! Ja. Jo, erledigt. Ja, das hört sich so an. Nee, ich habe nichts mehr. Ich kann nicht mehr zugreifen. Kampf gewonnen. Jawohl, wunderbar. Ist mit dem Soldat? Nö, der hatte auch nichts für mich. Okay. Die Kisten kann ich leider nicht mehr looten. Ah, hier ist noch was zu looten bei dem. Oh ja, ich habe mal wieder Muni gefunden. Ich guck noch mal bei der Leiche an der Klippe. Hier sind auch noch Kisten in dem LKW. Also für mich ist hier bei der Leiche an der Klippe nichts drin, aber ihr könnt doch mal gucken. Warte mal, ich komme noch mal runter. Nee, der ist nicht markiert für mich. Okay.
Gut, ich glaube, das haben wir, ne? Ups, einmal hier rüber. Komm, ich möchte hier rüber. Ja, so. Bock, hast du alles gelootet? Nee, noch nicht. Ich kriege leider auch nichts mehr hier. Ach, hier ist noch was. Moment. Oh, ich habe eine Pumpgun gefunden. Was ist das? Oh, eine einsternige. Gut. Cool, ich glaube, die habe ich noch nicht. Och, ich habe doch schon eine. Will die noch jemand haben? Ich habe sie abgeschmissen. Ach, du hast sie abgeschmissen? Eine einsternige wäre ja nicht schlecht. Ja, kannst du gerne haben. Ich habe nämlich schon eine. Ja, Platz habe ich. Gut. Warte, warte. Dann schmeiße ich die mal raus. Guck mir die eben an. Sonst nehme ich sie mit und packe sie in die Kiste oder irgendwann. Ergänzung entfernen. Oh, da ist eine Ergänzung drauf. Moment, das würde ich gerne... Munition wahrscheinlich. Ja, Moment, ich möchte gerne kurz gucken. Ja, ja, mach doch. Was ist denn da? Ja, ist wohl nur die Muni. Ich glaube, die können wir dann uns ercheaten, die Munition. Nein, wir ercheaten hier nichts. Ja doch, du hast ja gerade Munition ercheatet, weil ich hatte nämlich, bevor ich sie abgelegt habe, die Munition schon rausgetan. Aha, da können wir die immer wieder ablegen und durch den nächsten nimmst du noch die. Genau. Das ist ja ein Ding. Okay. Dann leg ich mal ab, mal gucken, ob ich auch noch Munition rausholen kann. Ja, pass auf. Ich habe die nämlich wieder zurückgeschoben. Jetzt lege ich die mal ab. Wir wollen ja nicht schießen, aber wir wollen das ja wenigstens wissen, ob das so ist. So, nicht, guck mal, ob du wieder was drin hast. Warum hast du denn 36 Schuss Munition mit abgelegt? Das ist tatsächlich möglich. Nee, die ist lag da mit bei, die Munition. Ja, vielleicht hätte ich die rausnehmen müssen. Das weiß ich nicht. Muss ich wahrscheinlich rausnehmen dann, ne? Ich habe doch genug Munition davon. Ich glaube, ich habe hier... Ja. Warte mal. Ergänzung entfernen. Kaliber 12 Munition. Wieder 32 Stück. Was nochmal? Wieder 32 Schuss Munition. Warte mal. Oder ist das, ich schieße ja nicht so oft mit der Pumpgun. Die nehme ich ja wirklich nur selten. Ich nehme eher die Pistole, weil da habe ich so viele Munition, dass ich die auch gut verwenden kann. Was ist das denn hier? Das sind 6 Schuss nochmal. Postenmunition, das ist Postenmunition. Das habe ich hier. Das ist Vollmantel. Standardgewehr. Holzspitz für die Möller. Das ist Flintenlaufmunition. Vollmantel habe ich ja. 44er Munition habe ich sogar gefunden. Panzerbrechende Munition für halbautomatische. Standard, nee, das ist Standard. Kann man da immer nur 60er Stapel machen? Wahrscheinlich kann man da nur 60er Stapel von machen. Ja, das ist unterschiedlich bei der Munition. Bei der Möller PP Vollmantel kann man, glaube ich, 200er Stapel machen. Ja. So, pass mal auf. Die ist ja auch nicht besser als meine. Ich lege die noch mal ab. Ja, vielleicht kriege ich die, Ich versuche es nochmal. Vielleicht kriege ich ja wieder Munition. Da bin ich mal gespannt. Also ich habe nur 18 Schuss und das, was drin ist. Gegenstand ablegen. So. Ja, jetzt versuche ich das mal. So, dann nehme ich die mal. Und gucke mal, was passiert. Bei mir war sofort, wie gesagt, die Waffe und 36 Schuss waren drin bei mir. Nee, ich habe keine Munition gekriegt. Hast du die rausgenommen gehabt? Ich habe die rausgenommen. Ja, nee, dann habe ich diesmal keine bekommen. Also funktioniert doch nicht. Okay. Na gut. Gut, Leute, wir können weiter. Oh, ich brauche bald mit Pistolenmunition. So, mach dir mal die nächste Markierung. Wo wollen wir denn lang gehen? Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf die Sockenrichtung. Quest. Und die ist ja markiert. Ja, und wir müssen ja sowieso an einer bestimmten Stelle rüber. Also gehen wir mal so hier rüber, Richtung 2. Ja, aber bei den gleichen Gedanken habt. Okay, kann ich meinen wieder wegnehmen. So, genau. 2. Ja. Gehen wir Richtung 2. Gehen wir Schwerfeld ein. Ja. Können wir machen. Auf der Straße sind wir ja hochgegangen. Ja, genau. Lass uns Querfeld einlaufen. Aufpassen müssen wir ja trotzdem. Deswegen bin ich ja vorne. Ja.
Sehr weit vorne, ja. Aber macht nichts, lauf schon mal. Ja, ich brauche ja ein paar Sekündchen, um, nee, und so weiter. Ja, ja, alles gut, alles gut. Weil da vorne ist nämlich noch ein Gegner. Haben wir noch einen? Ja. Heute. Ein Runner. Das war der Hund, ne? Ja. Was ist denn hier bei den Häusern? Waren wir hier schon? Hier waren wir doch ja, schon, ja, waren ne? wir schon. Waren wir schon, okay, waren wir schon. Gut, dann gehe ich mal zu. Wir kommen zwangsläufig immer wieder da dran vorbei. Das ja. ist halt so. Ja, wir müssen einfach mal weitergehen nach Stem, Saltham ja. oder so. Ja. Saltham. Ja, habe ich gesagt. Weiß nicht, also wie man das auf... Pussykatze? Weiß nicht, wo diese... Ich will auch Pussykatze. Oh, Moment, Pussykatze da hinten ist ein Licht. Ja, ja, das ist ein Abschleppwagen. Beziehungsweise ein Auto auf dem Abschleppwagen, was die Warnblinkanlage anhat. Ach, das und ist... Da treibt sich auch der Hunter rum. Ja, aber, Moment. Andere Richtung, ne? Ja, ja, ich war gerade irritiert, da war das, ist das Rücklicht von dem Auto. So, mal gucken. Moment. Ah, jetzt hab ich das scheißige... Oh. Oh, ich glaube, ich bin verletzt. Moment, ich muss mal... Nee, mach das blöde Licht aus. Jetzt brauche ich Nummer 6 ist das. Na los, nimm. Nummer 6 nehmen. Hier liegen drei Rucksäcke, ne? Ja, Moment. Hinter mir ist, wird noch was angezeigt. Da kommt noch was. Moment, 7. Ja, Hunter. Okay, der macht die Gesundheit komplett. Sehr guter Treffer, noch nicht mal richtig gesehen. Ach, schon wieder diese Dinger. Hier läuft ja noch einer rum. Jo, ich hab grad gehört. Das scheint ein Fliegender zu sein. Jo, getroffen. Okay, was habe ich da? Holzspitz. Die waren die Loot. Der eine war schon wieder verschwunden für mich. Hast du den hier bei wo ich stehe schon? Ich habe beide gelootet. Ja, ich konnte auch beide looten. Hast du? Ja, ja. Okay. Aber den ersten konnte ich hier nicht looten. Der war schon wieder weg für mich. Aber ist nicht schlimm, alles gut. Habt ihr hier die drei Rucksäcke? Ja, die habe ich. Du auch, Manni? Drei Rucksäcke? Ich ja, hier wo das Bock steht. Ja. Ach, wieder diese blöden Fackeln. Ja, ich hab auch welche. Ja, ich hatte da Munition mit drin. Adrenalin. Ich hab Erste Hilfe mit drin gehabt. Ach, und ein lila Rock hab ich jetzt. Was ist denn mit dir los, ey? Lila Rock bitte an Arigato geben. Kann ich ja nicht, die kann man ja irgendwie nicht ablegen. Die ich lila, kann, ich, nein. Ich kann das ja nicht. Für die Ewigkeit. Ich kann das ja nicht tragen. Ich bin ja mal im Vibe. Oh, da ist ein Auto drauf, ne? Ups, warte mal hier die Tür. Jo, da vorne ist eine Kiste. Ah, 243er, ja super, da habe ich ein bisschen Gewehrmunition. Da ist nichts, wie es aussieht. Oh, hier ist Muni drin. Oh Leute, da müsst ihr looten, unbedingt. Haben wir schon längst getan. Ja, ne? Habe ich mir doch beinahe gedacht. Warum habe ich das gewusst? War das gerade ein... Oh, hier ist auch noch was. Ich habe eine Kassette gefunden oder so. Sammelgegenstand. Ist wieder so ein Sammelgegenstand, genau. Ja. Können wir alle nehmen. Ja. Sah aus wie so eine Art Kassette. Kann man den abspielen? Kriegen wir wahrscheinlich eine neue Aufgabe, ne? Wo war die denn? Kannst du nicht abspielen. Ist unter Sammelgegenständen drin wahrscheinlich. Wo sind die denn überhaupt? Warte mal, Emotes, Team. Bei Profil auch? Nee. Ach, hier oben ist ja noch. Moment. Emotes, Team. Gut. So, nächste ist dann wieder das blinkende Polizeiauto.
Jo. Oh. Aber was da ist wieder ein Hunter. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge, ihr Lieben. Wir dürfen uns einmal von euch verabschieden. Wir sagen tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Wollen wir, wenn ihr Gutes tut, gut wäre ein Däumchen nach oben, ein Abo, ein Glöckchen und liebe, nette Kommentare. Und wir dürfen uns einmal verabschieden und sagen tschüss. Ja, tschüss. Und Däumchen hoch, bitte.